Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shartox. Gut, wir waren hier stehen geblieben in Shinras Village. Village. Genau, bei mir läuft Villa. Shinras Villa. So, gut, alles klar. Da haben wir kurz mal auf Sephiroth, mit Sephiroth gequatscht, der uns erzählt hat, er will in den Norden. Und wieso zur Hölle kommen jetzt hier Kämpfe? What the heck is going on here? Da war ich jetzt gerade überhaupt gar nicht drauf vorbereitet, dass hier überhaupt irgendwas kommt. Scary, Alter! Was ist das für ein Ding? So, wir werden natürlich Sephiroth folgen zur Wiener Vereinigung, auch wenn wir uns nicht mit dem wieder vereinigen wollen. Alter, was haben die Dinger für Faces? Habt ihr da schon mal überhaupt drauf geachtet, Alter? Was ist das für ein Ding? Aber ich komme mit physikalischen Angriffen, glaube ich, nicht so weit. Probieren wir es mal mit Beta. Okay. Das ist, was zur Hölle? Young ist aufgeregt. Alter. Nichts zu stehlen. Hm. Was geht hier gerade ab? So, aber ich denke mal, noch ein Beta wird er nicht überleben, oder? ...420, na, das ist jetzt nicht so das meiste. Young ist aufgeregt. Ja, ich bin gerade genauso aufgeregt wie du, Alter. Dich hätte ich jetzt nicht am Anfang meiner Aufnahme erwartet. Und dann kommt wieder die Happy Fanfare-Musik. Dankeschön, das heitert mich gerade ein bisschen auf. Dachte gerade, ich habe gerade wirklich einen Albtraum. Ey, du, was ist mit dir? Lass mich schlafen. Ja, okay, komm, fuck off. Fuck off. Warte! Wenn ich mit dir komme, werde ich dein Hoyo treffen. Keine Ahnung, aber wir suchen ihn und Sephiroth. Also früher oder später. Lucretia. Okay, ich habe mich beschlossen, mit dir mitzukommen. Wie? Klasse, genau was ich brauchte. Als ehemaliger Türk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. So. Ich hätte gerne Vincent tatsächlich. Und, das auch aus dem Hintergrund, weil, ja, ich einfach Lust habe, mit dem zu spielen. Stellt sich gerade mir persönlich nur die Frage, wen ich dafür ersetzen möchte gerade. Erstmal gerade niemanden. Angriff von hinten, ja, das haben wir fast gedacht. So, glühende Hand, das geht auf alle. Das will ich mir mal anschauen, wie dieser Limit Break aussieht. Ah, okay. Kann sein, dass wir uns das schon mal angeschaut haben, aber 900 Schaden ist in Ordnung, ja. Zwar nicht so geil wie Beta und so, aber das ist auch schon ganz nett. Ich finde das interessant zu sehen, dass Beta jetzt nicht immer unbedingt die Ideallösung ist. Also bei den meisten Gegnern ja, auf jeden Fall. Da kann man das einfach spammen und alles ist gut. Aber wie ihr sehen könnt, tauchen auch Gegner auf, wo das nicht gerade so effektiv ist. Das finde ich ganz cool. Aber so wie jetzt in diesem Kampf, easy peasy lemon squeezy. So, ich bin auch froh, wenn wir jetzt endlich hier raus sind aus dieser Villa. Diese Musik Trail of Blood, die geht mir sowas von gegen den Strich. Mensch, Yuffie ist jetzt schon 43 auch. Puh, das ist echt nicht schlecht. So, die Sache ist, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch zum Mount Nebel. Die Sache ist allerdings, wir haben gerade total wenig
MP. Ich glaube, ich frische das Ganze einfach mal ganz kurz auf. Hier mit einem Zelt. Und nutze natürlich den Moment auch, warum auch nicht, zum Speichern. Ich meine, wir haben eine große Reise vor uns. Also könnte das auf jeden Fall nicht schaden. Hast du noch was zu sagen? Der große Sephiroth hat uns verlassen. Über die Berge verschwunden. Okay. Sehr nice. Achso. Hier wären wir sowieso zur Weltmap gekommen. Das war, ja, das hatte ich doch nicht mehr auf dem Schirm. Egal, umso besser. So, Yuffie ist ganz cool. Die will ich auf jeden Fall behalten. Tifa, ja, die ist auch cool, keine Frage. Aber, weil ich immer noch zu doof bin. Let's check this out. So, haben wir Quecksilber. Ist vom Damage her genau gleich. Das ist aber doppelt drauf, aber ich würde sagen, jetzt gerade finde ich das okay, so wie es jetzt ist. Schützt vor Schlaf, blind, was auch immer. Okay, hatte Tifa irgendwas Wichtiges an? Keine Ahnung. Wir equippen einfach mal den weißen Umhang. So tanzt er auch nicht mehr aus der Reihe. Dann wollen wir mal hier die Sachen implementieren. So, alle vielleicht mit Genesung. Haupt kann vernachlässigt werden. Beben, na, maybe. Ist hier nochmal alle zufällig? Ah, Zusatzwirkung. Kann man das ja nicht mit Tod koppeln? Ja, ne? Theoretisch müsste das funktionieren, oder? Wenn man Zerstörung komplett gelevelt hat. Vielleicht eine interessante Kombi. So, sie war die bei mir auch mal diese Beschwörungen hatte, ne? Ein bisschen kann auch nicht schaden. So, Blitz ist auch bald auf 3. It's okay. Sorry, es ist mit mir durchgegangen. Ja, aber die Musik, die World Map Musik ist einfach so ikonisch, einfach nur. Einfach mega awesome. Genauso wie dieser Random Battle hier. So, gehen wir mal hier kurz nach oben. Ich weiß gar nicht. Ah, ich muss mir gleich sowieso hier erstmal zurechtfinden. Aber okay. Ich hätte jetzt gerade gedacht, wir kommen noch in irgendeine Zwischenmap oder so. Nicht, dass wir da drum herum laufen können. Aber Runenschwert ist, glaube ich, auch schon mal gar keine so schlechte Idee. Ist wieder mal eine Waffe, die doppelt das Wachstum hat. Allerdings sind die Slots nicht kombiniert. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist alle und Behandlung auch zu vernachlässigen. Also, gönn dir ruhig doppeltes Wachstum. Was hast du sonst eigentlich nochmal für Materie equipped? Das sieht ja... Fernangriff, ja, schön und gut. Todesstoß, naja, haben wir nie ausprobiert, tatsächlich. Aber es wirkt auch nicht, glaube ich, so oft. Und wenn Todesstoß daneben geht, macht man dann Schaden? Ich weiß gerade nicht, ob das ein normaler Hit ist. Plus eine Chance, die Gegner zu töten. Ich muss das gleich mal ausprobieren. Nevermind. Hui! Huch, was haben wir da für schöne Gegner? So, man kann natürlich versuchen, alles und jeden zu beklauen. Mein Gott, die wollen uns flachlegen. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Konnt nichts stehlen. Na, konnt nicht stehlen heißt aber, dass man was stehlen kann. Das ist doch schon mal... Vielleicht hilft das, wenn wir Mega-Abwehr machen. Um einfach schneller zu sein als die Gegner. Vielleicht hilft das auch, einfach die anderen beiden Viecher kaputt zu machen.
Aber nicht mit dem man eigentlich am Rauben ist. Lass das Ding in Ruhe. Ich will wissen, was es hat. So, jetzt wird nur noch geklaut. Ich konnte nicht stehlen. Naja, ich hab Geduld, ich hab Geduld. Ein bisschen sogar. Vincent hat aber auch ein geiles Battle-Modell eigentlich, oder? Auf jeden Fall, da kann man nicht meckern. Den haben sie schon klasse designt. Und ich finde das immer schön, bei so Spielen wie FF7, dass man zum Beispiel zwei optionale Charaktere hat, wie Yuffie und Vincent, die man tatsächlich einsammeln kann, aber nicht muss. Das finde ich eigentlich so cool. Dass man so, solche Sachen hat, die man halt freischalten kann, die so ein bisschen hidden sind. So ein bisschen hidden, ja. Ich sag ja nicht extrem hin. Komm, ich verstehe das nicht, warum ich das Item nicht klauen kann. Egal was er hat, das muss ja echt Gold wert sein. Vielleicht kriege ich so ein Potion oder so. Okay, wisst ihr was? Dieser blöde Kackvogel hat gewonnen. Der Vogel, der... Nee. Nee. Einfach nö. Was ist mit ihm? Wieso gibt er mir das Item nicht? Oder habe ich mich jetzt schon wieder verguckt oder so? Da konnte man noch was stehen. Warte mal, irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, man könnte noch da seitlich runtergehen. Nein, okay, sah nur so aus tatsächlich. Never mind. Oh, gucke mal. Zwei von meinen süßen, netten Freunden. Ha, doof, wa? So, hier, klauen. Bam, instant. Willst du mich verarschen? Okay. Gut, also Äther haben die. Also lohnt sich nicht zu klauen. Yuffie, level up. Hä, schon wieder? Ach, die wurde vorhin gar nicht 43. Tiefer wurde 43, kann das? Ja, ich glaube, man kann da runterrutschen, theoretisch. Okay. Okay, ich glaube, ich habe gerade Mist gebaut. Glaube ich. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich habe Mist gebaut. Wie soll ich denn da jetzt wieder hochkommen? Wartet mal. Oh mein Gott, das war so unüberlegt, was ich gerade gemacht habe. Jetzt kann ich doch da oben nicht lang gehen. Oben links, oder nicht? Wir können hier später zu diesem Moment zurückkehren, aber jetzt sind wir, glaube ich, an dieser Stelle stuck. Ich komme jetzt nicht wieder hoch. Oh, fuck. Sollte ich jetzt eigentlich auch oh, fuck sagen? Irgendwie macht mir das Angst. Zu Recht? Weiß nicht. Große Drachen sind für gewöhnlich böse. Manipulieren wir das Ding doch. Vielleicht können wir irgendwas Tolles lernen. Warte mal, Flammenwerfer haben wir aber schon, oder? Haben wir schon Flammenwerfer mit beiden? Wen habe ich gerade angezündet? Vincent oder Yuffie? Ein Moment, ich bin gerade total verwirrt. Ich zünde nochmal Yuffie an. Ich wollte gerade sagen, die hat die Feindtechnik noch nicht. Oh, guck mal, das war ganz cool. Moment, warte mal. Guardianische Bestie auf sich selbst? Was ist denn das dann? Ach, du Scheiße. Das hatte ich jetzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Monsterflamme? What's going on here? Ach so, ja. Gut, gute Sache. Bleibt Vincent jetzt so in dem Zustand oder was ist hier los? Warntanz. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann heilen wir den wenigstens nicht. Flammenwerfer. Ja, warte mal. Aqualung. Ist das was für dich? Vielleicht auch nochmal. Ja, dass wir jetzt unten sind, ist ein bisschen ärgerlich. Das habe ich mir jetzt... Das habe ich mir jetzt selbst verbaut. Aber ich meine, wir könnten das theoretisch später wieder gerade biegen. Aber das ist ja... Oder... Nee, Moment. Ich glaube, wir können es sogar jetzt noch gerade biegen. Nun müssen wir dafür einen riesen Umweg laufen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt machen wollen würde. Tatsächlich. Ja. Okay. Nämlich folgender, man kann ja eigentlich seitlich an den vorbeigehen. Und so kommen wir dahin. Und da seht ihr ja oben, da ist so eine Substanz, da klebt irgendwas da oben, hier an diesem Stein. Und da kommen wir auch, glaube ich, nur von oben ran. Tatsächlich. Hm. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie ich das am besten mache, okay? Wenn wir den Boss da platt machen, dann kommen wir weiter, ne? Ja, dann sind wir aber eigentlich hier schon fast durch mit Mount Nebel, oder? Einen Moment, hier kommen wir doch zum Reaktor, kann das sein? Ah, ne, hier unten sind wir gelandet. Gehen wir mal hier rein. Wir schauen uns noch ein wenig um. Mein Gott, was soll der Scheit? Was soll der Scheit? So, hatten die nicht auch irgendwas Cooles zu klauen? Zufällig? Oder sind das die gleichen Gegner wie auch, wie heißt es? Die wir schon mal getroffen haben? Nee, kann nicht sein. So, das ist natürlich sehr schön. Zum Glück führt das nicht zu einem Game Over, wenn alle momentan handlungsunfähig sind. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass die gleich alle wieder pennen. Und wir die ganze Zeit hier warten müssen. Deswegen erledige ich das Ganze einfach mal mit einem Beta. Da will ich hin. Das sah gut aus. Hä? Wie komme ich denn da lang? Ach nee, nicht der schon wieder. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Lass mich gehen! Let me go, let me go! Irgendwie... Die Flüchtenanimation, die sieht aber echt sehr witzig aus, wenn man sich eigentlich nur darauf konzentriert. Die machen einfach solche riesigen Schritte, das ist so... Löl. Ah ja, okay. Ah. Leviosans. Ah, gut. Man muss nur wissen, wo man langlaufen muss, ne? So, kennt ihr den Ort noch? Genau, hier gibt's auch was zu holen. Die Nebel... Was ist Nebenwirkung? Ist das auch Zusatzwirkung? Warte mal. Zweimal Zusatzwirkung? Nebenwirkung? Ne, Nebenwirkung. Achso, jetzt haben wir das zweimal, oder? Wir hatten nochmal Nebenwirkung. Da vertue ich mich gerade ein bisschen hardcore. Ich bin schon so ein bisschen verwirrt, ne? Wo komme ich denn hier raus? Ach du Scheiße. Das ist mir alles zu groß. ein Moment. Gibt's hier noch was in der Höhle? Sniper? Ne Sniper? Ja, schön, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Okay. I'm out of here. Ach, ich glaube, ich komme nicht drum herum, dass wir jetzt alle wieder erstmal im Zustand Stopp sind. Ach, ist das nervig. Ach, was ist das nervig? Ja, ich kann nicht fliegen. Ja, jetzt Beta! Hä? Wie?
dachte, sobald die uns angreifen, sind wir aus dem Stoppzustand raus. Stimmt aber gar nicht. Cloud wurde angegriffen und Yuffie ist irgendwie aus dem Zustand rausgekommen. Warum auch immer. Vielleicht ist man auch nur für einen Turn oder so. Im Stoppzustand, wer weiß. Ah ja, guck mal, das sieht doch hier schon mal ein bisschen interessanter aus. Was auch immer 255% Crit aussagen soll. Fragezeichen. Wirklich jeder Schuss ein Treffer? Sagt das das aus? 255%? Hm? Das will ich jetzt mal gucken. Angriff. Oh, come on, Leute. Also es hört sich zumindest wie ein Crit an, aber sieht nicht aus wie ein Crit. Komm schon, haut ab jetzt hier. Jawohl. Es sah zwar ein bisschen steif aus da bei euch, aber hat funktioniert. Goodie. Was haben wir denn da? Den Reaktor. Mhm. Wisst ihr noch, was wir hier gesehen haben? Ja, ja, genau hier sind wir. Gut, aber wir machen zunächst einmal an dieser Stelle ein kleines Boyskin. Und das heißt, wir sehen uns das nächste Mal wieder in aller Frische, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit mir dem Shadowx. Okay, ich bin jetzt raus. Ciao.